Fassungslosigkeit und Entsetzen. Nach dem Mord an einem 9-jährigen Jungen ist die nordrhein-westfälische Stadt Herne geschockt. Freunde der Eltern des getöteten Jungen können ihre Gefühle kaum in Worte fassen. Ich kann es nicht sagen. Ich bin traurig, wütend. Ich weiß nicht. Die Polizei fahndet weiter mit Hochdruck nach dem Tatverdächtigen. Der 19-jährige Täter soll den Nachbarsjungen in einem Keller getötet haben und dann Fotos von der Tat im Internet gepostet haben. Dort brüstete sich der 19-Jährige mit seiner Tat. Ein User, der die Fotos sah, gab der Polizei den Tipp. Seitdem ist der Täter auf der Flucht. Der Sprecher der Polizei Bochum, Volker Schütte. Er ist ein Einzelgänger, das wissen wir, das macht die Sache nicht unbedingt leichter. Wir versuchen uns ein Bild zu verschaffen, wie hat Marcel Hesse sein Leben verbracht. Wir haben Experten zu Rate gezogen, das alles läuft, ein Führungsstab ist eingerichtet, intensive Maßnahmen, spezielle Durchsuchung laufen. Gestern hauptsächlich Einsätze der Bereitschaftspolizei mit einem großen Kräfteansatz. Wir haben aber auch Hubschrauber eingesetzt, Hunde. Im Prinzip das volle Programm und auch die Öffentlichkeitsarbeit läuft wirklich auf Hochtouren. Bei der Polizei sind weitere Hinweise eingegangen, auch negative. So könnte der Täter womöglich noch eine weitere Person umgebracht haben. In den Nachmittagsstunden gestern tauchte dann eine erneute Botschaft, ein erneutes Foto auf. Ich muss sagen, auch ein grausames Foto. Es zeigt eine wohl getötete Frau und auch das kündigt der Verfasser dieser Botschaft an, nämlich, dass er diese Frau getötet haben will. Er gibt sich aus als Marcel Hesse. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Das können wir noch nicht bestätigen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und Hinweise zum Tatverdächtigen.